So, ihr Freunde der Pfeife. Gestern war Loma, ein toller Tag war es. Und es hat mir auch ein Thema für ein neues Video geliefert. Ich bin angesprochen worden auf meine Zenit-Porzellanpfeife von einem netten Menschen, dessen Namen ich mir leider nicht gemerkt habe. Aber der sagte, er hätte zwei ähnliche Porzellanpfeifen mit so einem Mundstück. Und er würde sich nicht wirklich dran trauen, denn das Mundstück da rauszunehmen, um das alles auseinander zu friemeln. Und wir kamen darauf, dass die Zenit-Pfeifen ja im Allgemeinen so einen Gummipfropfen drin haben. Und bei dem kann es natürlich sein, dass das alles verklebt und weil das alt ist, es dann nicht mehr vernünftig auseinander geht. Ich habe ihm Mut gemacht, einfach mal wirklich dran zu gehen, es vielleicht etwas zu erwärmen oder Wasser durchlaufen zu lassen, dass das ein bisschen aufweicht. Und habe ihm erzählt, dass ich meine Mundstückadaptoren dann entsprechend aus Kork selber mache und das eigentlich gar kein großes Ding sei. Und das will ich mal zeigen. Ich hoffe, du siehst das Video. Wenn ja, dann gib mir mal kurz Bescheid, dass wir dann uns noch mal kurz schließen können. Dann kommt gerne auch dein Name hier rein. Es ist mir ausgesprochen peinlich, dass ich ihn nicht mehr weiß. Aber zur Sache. So, ich nutze dafür ganz normale alte Flaschenkorken. Das ist jetzt irgendwie einer, weiß ich gar nicht mehr, wo ich den her habe. Als allererstes schneide ich mir den ganz grob in die Größe zu, die ich ungefähr brauche für meine Pfeife. Als nächstes bohre ich in der Mitte mit einem Handbohrer ein Loch. Und das mache ich, solange noch außenrum genügend Material steht. Und ich mache es mit einem Handbohrer, weil der das relativ empfindliche Material doch etwas eher schont. So. Und sobald das Loch groß genug ist für so eine kleine Rundfeile, geht es mit der dann weiter. Ich vergrößere das Loch jetzt Stück für Stück mit der Feile, bis ich dann mit der größeren Feile auch reinkomme und das Ganze auf das Mundstück anpassen kann. So, wie ihr sehen könnt, passt jetzt das Mundstück in den Korken hinein. Der Korken ist immer noch ein bisschen länger als das Mundstück. Und es ist alles noch sehr ungleichmäßig, auch wenn man es von der Seite mal betrachtet. Aber das ist kein Problem, denn das korrigiere ich jetzt außen, indem ich es erstmal wieder mit dem Messer bearbeite und abschneide. Und dann außenrum abschleife, bis es dann auch in den Ansatz der Pfeife passt. Bei dieser Gelegenheit, es gibt dann durchaus unterschiedliche Möglichkeiten. Ich kann entweder das Ganze einfach als Konus gestalten. Naja, in der Nähe wird es nicht richtig scharf. Oder ich kann das Ganze wie hier mit einem überstehenden Rand machen, den man dann tatsächlich auch sieht. Und den ich mir dann gerne auch ein bisschen rund schleife, damit es einigermaßen hübsch aussieht. Die genaue Arbeit erspare ich euch jetzt wieder. Zwischendurch noch einen Tipp. Ich klebe mir das Mundstück ab mit ein bisschen Tape, damit ich beim Schleifen dann gleich keine Macken in das Mundstück mache. Das wäre dann doch schade. So, ich habe jetzt unten es entsprechend zugeschliffen. Also zuerst habe ich mit dem Messer gearbeitet,
auch weil ich mir eine saubere Kante machen wollte für den Abschlussring oben. Immer wieder mal probieren, ob es passt. Und siehe da, sitzt, wackelt, hat Luft. Es ist kein Problem, wenn es ein bisschen größer ist, denn hinterher bleibt ja der Korken in der Pfeife und ich entferne das Mundstück und das kann ich immer noch, da gibt der Korken immer noch ausreichend nach, wenn ich es dann hineindrehe. Als letztes werde ich jetzt den Rand hier ein bisschen abrunden und glatt schleifen, einfach mit Schleifpapier und dann zeige ich anschließend mal das Endergebnis. So, das gute Stück ist fertig. Man kann vielleicht hier sehen, dass es mir etwas gerissen ist an dieser Stelle. Das liegt daran, dass es sehr, sehr dünn gearbeitet ist, weil der Unterschied zwischen dem Loch im Pfeifenkopf und dem Ansatz vom Mundstück nicht besonders groß ist. Wenn ich ein schmaleres Mundstück habe, beziehungsweise ein größeres Pfeifenkopfloch, dann ist das nicht ganz so dramatisch. Man kann das vielleicht an dem hier nochmal sehen. Das geht zwar nach hinten, wird zwar nach hinten relativ schmal, es hat aber vorne doch eine gewisse Breite. Ne? Da ist das natürlich wesentlich einfacher. Aber auch das hier passt, hält und hat mich jetzt, ich will nicht lügen, eine Viertelstunde, 20 Minuten gekostet. Die Materialkosten sind gering. Leere bzw. alte Weinkorken dürfte jeder irgendwann mal im Haus haben. Ein Küchenmesser, eine Schlüsselfeile, ein bisschen Schleifpapier. Wobei ich gerne auch mit meinem Schleifblock hier arbeite. Und das ist dann innerhalb kürzester Zeit und schnell gemacht. Wenn es kaputt ist, wenn es mir anbrennt, wenn es zu versifft ist, mache ich mir was Neues. Diese Gummipfropfen, diese Gummiadapter, die in den Zenitpfeifen drin sind, sind an sich auch ganz schön. Aber ja, die gehen mit der Zeit, vor allem wenn es lange gelagert wurde, kaputt. Das war an dieser Pfeife auch der Fall. Da war ursprünglich auch so ein Gummiteil drin. Das war derart krümelig, als ich die Pfeife bekam. Das habe ich einfach so rauspolken können. Und dann habe ich halt mir einen Ersatz dafür gemacht. Also nur Mut. Der Pfeifenkopf ist stabil und wenn ich nicht das Mundstück zur Seite rausbreche, dann geht es natürlich kaputt, sondern drehe weiterhin, es lockere mit der Zeit, dann ist das überhaupt kein Problem, wenn der Adapter kaputt geht, einfach ein Ersatzteil selber machen. So, ich hoffe, das war hilfreich. Das war jetzt eine ganz besondere Art der Estate-Aufarbeitung mit der Spezialisierung auf den Adapter zwischen Mundstück und Ton- bzw. Porzellanpfeife. Man kann hier ganz gut sehen, es ist kein Meisterwerk. Ich hoffe, das stellt sich scharf. Aber es erfüllt seinen Zweck, denn es schließt ja zumindest hier oben am Rand dann wieder dicht ab. Und wenn ich nicht zufrieden bin, nehme ich das andere Stück vom Korken und opfer nochmal 20 Minuten und gut ist, dann habe ich eines, was genau passt. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier auf YouTube. Tschüss!